So, wir gucken mal. Und jetzt müssten wir das irgendwie so... so reinkriegen, dass das schön aussieht. Müssen wir sogar noch größer machen. Und dann eigentlich doch gar nicht so ein schlechter See. Hier müssten wir ein bisschen höher machen. Das Problem ist der Höhenunterschied, ne? Da machen wir es so, da haben wir so einen schönen See. Da müssen wir hier halt kürzen, das ist ja kein Problem. Ach so, der skaliert das auf beiden Seiten. Alles klar, okay. Habe ich verstanden. Ich denke, dass das so ganz okay ist. Kann man so lassen, kann man noch ein bisschen schöner machen bestimmt dann. Das kann man auch begrünen. Dann haben wir hier schon mal so ein bisschen Atmosphäre geschaffen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Rampen brauchen wir nicht. Was war da nochmal glätten? Was war nochmal glätten? Das hier. Das ist auf 4K. Ne? Ich spiele ja im 4K. Ist das... ja, also da müsste dringendst eine Skalierung irgendwie kommen. Das wäre ziemlich cool. Krass, ne? Sieht echt dynamisch aus. Eine Sache noch. Zack. Da müssen wir es so klein machen wie irgend möglich. Ist ja komisch. So. Ja, so ist das. Ostern steht übrigens schon wieder vor der Tür. Das ist Wahnsinn, wie schnell das alles geht. Das wäre auch interessant. Wollen wir das jetzt mal glätten? Nein, hier. Ja, und dann haben wir doch einen guten See. Also ich denke, so kann man das anbieten. Wie gesagt, dann ist er nicht zu groß, nicht zu klein. Man hat halt einen See. Und wie gesagt, das ganz Gedöns, was man da noch machen kann, kann ich dann zwischen den Folgen machen. Wobei, wie gesagt, letztendlich ist ja wirklich die Frage, was willst du da alles hinmachen? Hier vielleicht Wiese oder so, ich weiß es nicht. Und ein paar Bäumchen könnten wir hier vielleicht als Landschaftselemente nehmen. Berge nicht. Dann nehmen wir Flora und sagen zum Beispiel, was haben wir für Büsche zum Beispiel. Da kann man sich da ein bisschen was raussuchen, was halt schick aussieht. Ich muss nochmal ganz kurz das Kabel hier von Mikrofon. So, das wäre natürlich schlecht, wenn wir die Aufnahme hier jetzt abbrechen. Ich kann ja eigentlich mal durchaufnehmen, mal zwei Folgen ineinander. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet. Achso, warte, das müssen wir jetzt wieder anmachen. Denn das wollen wir natürlich hier jetzt so haben. Manchmal mag ich die Kamera nicht. So. Dann so ein bisschen am Wasser. Wow, das sieht sogar echt cool aus, das Wasser. Sehr schön. So, und dann können wir da so eine Gruppe draus machen. Okay, man sollte aufpassen. Das ist natürlich irgendwann zu viel. Wie gesagt, wenn man das zu dicht baut, hat man irgendwann das Problem, dass es anfängt zu ruckeln. Also da muss man aufpassen. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier mit Gruppen arbeiten. Wäre eigentlich auch ganz cool. Andererseits, vielleicht ist das auch nicht so toll. Ich weiß es noch nicht. Kann man hier hinmachen. Das ist okay. Die könnte man hier auch verteilt irgendwo hinmachen.
Das Wasser sollten wir jetzt erstmal sperren. Das könnt ihr übrigens machen, Rechtsklick und dann Objekt sperren. Dann kann man das nicht mehr aus Versehen anklicken und es kann sich nichts verschieben. Das ist eigentlich ganz toll. Wie gesagt, das Begrünen, na, das ordentliche Begrünen, das ist sehr zeitintensiv, wenn man nicht die Automatik wählt. Kann man machen, finde ich aber immer so ein bisschen doof. Von dem her würde ich sagen, haben wir das so grob gemacht für eine Ecke. Und ja, ist die Frage, nehmen wir mal weg. Wir könnten ja das Ganze hier mal selektieren. Das können wir eigentlich auch in 2D-Modus machen. Gehen hier hin, sagen Grünbereich und wählen den mal aus. Dann könnten wir den jetzt als Block speichern, aber brauchen wir nicht. Wir können Steuerung und C machen. Gehen hier rüber, Steuerung V. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verklickt. Aber ineinander sind die nicht. Okay. Wir können es auch einfach hier machen. Das geht ja genauso gut. Sollte es zumindest. Landschaftselemente haben wir. Ich glaube nur, man kann hier nicht auswählen. Gut, dann geht das doch nur in 2D. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Gut. Dann auf ein neues. Einmal selektieren. Steuerung C. Jetzt müssen wir hier irgendwo hingehen. Steuerung V. Ist da jetzt was da? Eigentlich sollte es da sein. Ist es aber nicht. Das nervt jetzt gerade. Kopiere aktuellen Block. Ah, so läuft der Hase. Okay. Das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir hier unendlich viele Modelle ineinander. Das ist natürlich sehr imperformant dann. Den brauchen wir jetzt. Den brauchen wir auch. So, dann sollte das so sein. Den brauchen wir. Ist natürlich ein bisschen doof, aber ihr seht mal, wie es ist, ne? Also es ist wirklich, man sitzt da Stunden dran für die kleinsten Sachen. Daher, wie gesagt, ist es mit der Kritik immer so eine Sache, wenn man sagt, es dauert so lange oder es ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles schön, kann ich auch nachvollziehen. Nur man muss sich mal überlegen, sicherlich geht das ein bisschen professioneller. Aber wie gesagt, mir fehlt die Zeit, um professionell zu sein. Ne? Ich habe leider nicht so die Zeit. Ich wollte mich eigentlich auch schon längst an Modellbau wagen, dass ich sage, ich mache mal Modelle. Das war eigentlich mal mein Wunsch, komme ich aber nicht zu. Kannst du vergessen? Achso. Einfügen? Nö. Kann ich den jetzt nicht bewegen? Okay, wir gucken mal. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, das System. Vielleicht machen wir da so eine kleine Insel rein oder so. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Das Problem ist, die haben alle hundertfach... ach du Heiliger. Ja, das hätte ich auch in 2D machen können, ich weiß. Also das ist jetzt gerade keine Sternstunde für mich. Ich weiß es ja, dass es anders besser geht. Trotzdem zieh ich es jetzt durch. Jetzt ist es egal. Jetzt sind wir so weit fortgeschritten, dass es jetzt auch wurscht ist. Wir könnten hier natürlich auch so ein paar Seerosen oder so reinlegen. So, aber das bedeutet, dass hier auch alles doppelt und dreifach ist. Es ist zum Mäusemelken. Es ist wirklich zum Mäusemelken.
Wie gesagt, das Problem ist jetzt nicht, dass das so viel ineinander ist. Das ist mir prinzipiell egal. Das Problem ist, dass das halt auf die Performance geht dann. Also das ist für mich das Problem und alles andere ist geschenkt. Also da ist noch einer, der könnte noch. Nee. Okay, und dann sollte das so passen. Ich denke, das passt so, so. Und dann könnten wir, damit es hier so ein bisschen anders aussieht und man das nicht gleich so erkennt, den hier auch nochmal drehen, ein bisschen umtransformieren, nein, ein bisschen größer machen, schmaler. Dann sieht das schon ein bisschen anders aus und wir könnten hier vielleicht sagen, komm, damit das mit da drüben nicht so vergleichbar ist. Achso, hier haben wir den, dann machen wir das halt weg. Wie gesagt, dann sieht das schon mal so ein bisschen anders aus. Ich überlege, ob wir hier so einen Steg reinstellen, wäre eigentlich auch ziemlich cool, aber ich glaube, es würde jetzt einfach alles so ein bisschen übertrumpfen. So. Kann man da auch machen. Das sieht schon ganz nett aus und wird hoffentlich noch netter. Oh, die Kamera, da haben wir aber jetzt jeden Pixel gesehen. Also wie gesagt, man sieht, allein für so einen See brauche ich wahrscheinlich 3 Folgen oder so, um den am Ende schön zu machen. Gut, ich bin jetzt natürlich ein bisschen außer Übung, das gebe ich zu. Das muss man halt auch ehrlich sagen. Aber das dauert halt, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach so, ja, macht man jetzt halt mal und ist halt so. Sieht jetzt nicht so prickelnd hier aus, das... Der sieht schon besser aus. Den können wir hier vielleicht den da so ranschieben. Wartet. So ist es einfacher. Dann schieben wir die hier irgendwie so ein bisschen da ran. Und dann haben die vielleicht auch eine sinnvolle Option. So, dann drehen wir den nochmal, damit das nicht so einheitlich aussieht. So, dann haben wir da auch ein bisschen Begrünung. Ansonsten, wir könnten hier so einen Wanderweg rummachen, aber da sind die Häuser halt, das ist auch so ein bisschen ungünstig. Oder die Häuser wandern auf die andere Seite, das geht natürlich auch. Und wir haben hier diesen tollen See, das könnten wir natürlich auch machen. Ja, ist auf jeden Fall die Frage schlechthin, was wir hier jetzt machen. Sieht sehr schön aus. Ja, eine Frage war übrigens auch, es ist noch dieselbe Folge, ne? Aber eine Frage, also für mich ist dieselbe Folge, für euch schon eine neue Folge, aber die Frage war auch nach kostenlosen Modellen, oder beziehungsweise es war keine Frage, es war übrigens eine Kritik, dass ich die nicht verwende. Man könnte natürlich auch fragen, wärst du bereit, kostenlose Modelle zu zeigen oder magst du kostenlose Modelle zeigen? Hier sind 5 Seiten, könntest du dir gerne mal anschauen. Alles kein Problem, ne? Alles smoothie und easy. Kann ich gerne mal machen, kann ich auch gerne mal zeigen, wie das funktioniert, wie man die installiert. Ist alles wirklich ganz, 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 ganz entspannt. Aber bitte, bitte nicht immer gleich kritisch äußern, sondern da vielleicht konstruktiv. Ja, da macht es auch viel mehr Spaß, das umzusetzen, anstatt dass man sich mit der Kritik immer auseinandersetzen muss. Wollte ich auch mal anbringen. Also wie gesagt, Free-Modelle können wir gerne auch mal machen. Ich weiß, ich verwende immer Kaufmodelle. Ich kriege die nicht gestellt. Aber ja, ich weiß, dass ich da halt ja tendenziell eher so bin, ne? Dass ich mir die Sachen kaufe. Aber es ist vollkommen okay, wenn Leute sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht.
Ist jetzt nicht so, ich gucke gerade, was wir hier machen können. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist zwingend immer so, dass wir hier nur kostenpflichtige Modelle haben müssen. Ja, also da bin ich flexibel. So, dann kann man da mal drei aneinander stellen. Das gibt es ja auch öfter mal, dass Bäume so in einer engen Konstellation wachsen. Aber meist sind die natürlich unterschiedlich groß, das ist klar. So, dann kann man den vielleicht doch noch ein bisschen, ich will den hinteren, ein bisschen kleiner machen. Und den hier vorne, das ist manchmal ein bisschen frickelig, drehen, so ineinander. Dann sieht das schon ganz schön aus. Da kann man mal nichts sagen. Also finde ich zumindest. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das hier machen. Also mit der Bepflanzung, das wird so ein Akt für sich. Also das wird wirklich dauern. Wie gesagt, das kann man sicherlich doppelt so schnell machen. Das ist kein Problem, denke ich mal, für die meisten. Sollte auch für mich eigentlich kein Problem sein und wird auch sicherlich schneller werden. Aber ich muss bei den einen oder anderen wieder reinkommen. Eigentlich will ich hier noch Auffahrten und die Gärten machen. Aber wenn ich auf der Uhr gucke, meine Güte, wir sind jetzt schon, ich nehme jetzt schon 33 Minuten insgesamt auf. Es sind schon zwei Folgen übergangslos für euch. Ah, ich bin ein bisschen unentschlossen, ob wir jetzt hier immer weitermachen wollen oder ob wir das halt so Step by Step machen. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wollt ihr immer, dass wir einen Bereich in der Karte fertig machen? Oder ist das für euch besser, wenn wir das so Step by Step machen? Also wir sagen, wir machen jetzt hier eine Folge oder anderthalb oder zwei Folgen meinetwegen hier so rum, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann machen wir woanders, kommen irgendwann wieder mit neuen kreativen Ideen. Und wir könnten uns jetzt hier zum Beispiel dran hangeln. Das wäre ja auch mal, also das mache ich jetzt auch mal, weil ich da gerade Bock drauf habe. Also schreibt mal gerne, ob man immer eine Ecke fertig machen soll, was natürlich sehr langwierig ist, bis man dann irgendwann Ergebnisse sieht, aber dafür hat man dann einen schönen Fleck Erde. Oder sagt ihr lieber, nee, mach es so wie bis jetzt auch, dass du breit gefächerst, alles machst. Es dauert zwar recht lang, bis dann letztendlich was steht, komplett, aber dafür haben wir ein bisschen was fürs Auge überall. Ja, also das ist jetzt die große, große Frage. So, und dann haben wir das hier hoch, genau. Sehr gut. Und jetzt würde ich so weit gehen, wir müssten das hier nochmal fertig machen. Hat er noch eine Steigung zum Schluss? Hat er noch. Okay, die müssten wir jetzt langsam auslaufen lassen. Steigung, ja, 0,8. Ich glaube, die Neigung ist auch so ein Problem an sich. 0,8. Ich weiß es nicht. So. Weiter geht's. Dann noch einmal. Oder machen wir 0,0, oder? Oder ist das zu krass? Ich glaube, das ist zu krass. 0,3, 0,3. Und dann machen wir jetzt 0,0,0,0 und dann könnten wir das nämlich als Plateauhöhe hier nehmen. So, 0,0. Okay. Dann einmal verlängern. Bitte gerade. Also ich will jetzt auch keine Kurve mehr haben. Winkel, Länge 100. So. Das bedeutet jetzt zweierlei. Zum einen können wir jetzt sagen, Ebola, bis hierhin brauchen wir es ja nur. Ich glaube, ich habe nicht alles drin. Ungefähr bis hier, den Rest können wir dann machen. Dass wir das einmal umdrehen und sagen, sind 450 richtig? Ja, ne?
So, dann sieht es nämlich auch richtig aus. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier hingehen. Und ich finde, hiermit haben wir viel größere Erfolge, als wir das halt, wie gesagt, mit anderen Dingen haben. Darum macht es aus meiner Sicht halt Sinn, persönlich so zu arbeiten, weil man einfach, wie gesagt, recht schnell vorankommt. Wir nehmen einmal das, den Stempel, da nehmen diese Höhe, vergrößern das Ganze, weil jetzt brauchen wir eine riesige Fläche. Können wir hier auch, so. Und dann machen wir hier so ein Plateau. Das soll auch ruhig hier hingehen und auch wenn das rüber geht, gerade unter den Schienen, das ist kein Problem. Das werden wir gleich wieder frei machen mit den Schienen. Aber es macht ja Sinn. So, das vielleicht auch mal anzugehen. So, und jetzt können wir nämlich hingehen und sagen nochmal Schienen auswählen. Und wir sagen das. Hier unten ist sogar auch noch was. So, das könnten wir auch nochmal machen. Zack.